So, wir erweitern unser Video gerade auf Teil 2 und 3, weil wir noch einen heißen Tipp gekriegt haben. In Unna hat sich eine Currywurstbude, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auch im Angebot jetzt Bubble Tea. Da gehen wir jetzt doch nochmal, bevor wir den Dominik nach Hause bringen, nochmal eben hier ein Bubble Tea, um die Sucht zu befriedigen, trinken. Seine Sucht, nicht meine. Wie meine Sucht? Das ist deine Sucht. Ich bin doch nicht süchtig auf das Zeug. Nein, stimmt auch wieder. Egal, dann gucken wir uns jetzt ein und dann machen wir gleich mal einen direkten Geschmackstest. Curry 33. Und Intro. So, gerade jetzt aus dem Currywurstladen gekommen mit dem Bubble Tea. Also die Bubbles sind auf jeden Fall schon mal viel, viel weniger als gestern bei Bobocue. Bevor ich das diesmal wieder falsch ausspreche. Und diesmal habe ich mir geholt ein Mango mit, genau. Erdbeer. Erdbeerbubbles, richtig. Genau, so, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Also von dem Mango schmecke ich jetzt mal gar nichts. Jetzt wirklich Hand aufs Herz, es ist diesmal keine Milch, sondern Joghurt. Aber wie man auch sieht, völlig falscher Deckel, keine Folie, kein nix, sondern wirklich einfach nur Becher und ja, einfach kurz mit Edding draufgeschrieben. Also wirklich, ich kann verstehen, dass Olli gesagt hat, nee. Also muss ich jetzt wirklich sagen, also von dem, okay, jetzt mal kurz die Bubbles vielleicht nochmal probieren, Moment. Wie ist denn der Vergleich zum Moviepark? Okay, die Bubbles schmecken erdbeerig, weil Erdbeerbubbles mussten sein. Ich würde sagen, er tut sich nicht viel mit dem Moviepark, hätte ich jetzt gesagt. Also, dass der Laden hier, okay, ich meine, ist jetzt nicht böse. Ich meine, es ist der einzige Laden im ganzen Kreis Unna, den wir hier haben, der Bubble Tea anbietet. Aber der Bringer ist er jetzt nicht. Also, da würde ich sagen, bis jetzt ist der Bobok echt Vorreiter. Aber es ist ein Schärfeladen, das heißt, wird mal wieder ein Video geben. Genau, wir machen demnächst noch hier von Video, weil die werben mit bis zu 15 Millionen Scoville. Und da geben Dominik und ich dann demnächst mal rein und dann fangen wir mal klein an, holen uns unseren Schärfepass und arbeiten uns damit mal hoch. Das wird auf jeden Fall ein Video wert sein. Aber wie gesagt, den Bubble Tea. Okay, der Preis war jetzt okay. Für den XL haben wir jetzt für 3 Stück bezahlt. 9,60 Euro. Genau, 9,60 Euro. Aber der Burner ist er jetzt nicht, der Laden. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Sterne geben würde, würde ich sagen 2,5 von 5 Sternen. So, ein kurzer Nachtrag. Wir sind jetzt beim Dominik angekommen. Eine halbe Stunde später habe ich immer noch den Geschmack von dem absolut mega geilen, in Anführungszeichen, Bubble Tea im Mund. Mag aber daran liegen, dass der Bubble Tea in einem Mixer gemacht wurde, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Denn erst ging er in seine Hexenküche rein, kam dann mit einer Komposition aus Milch und Eiswürfeln wieder, packte irgendein komisches Pulver rein. Ich meine, bei Lemon, dass es rötlich ist, ist schon mal der erste komische Punkt, der mich ein bisschen schutzig gemacht hat. Und das Ganze dann, wie gesagt, in den Mixer getan hat. Das SR, hätte ich jetzt gesagt, von der Konsistenz schmeckte es wirklich, oder der Nachgeschmack ist wirklich, kann man sagen, wie bei einem Milchshake mit Bubbles. Also, wenn man das jetzt, wie nenne ich das jetzt am besten, wenn man das jetzt Bubble Shake nennen würde, dann wäre es vielleicht das Richtige. Aber ein Bubble Tea kann man es auf keinen Fall nennen. Also, wirklich empfehlenswert ist der Laden nicht. Und Leute, solltet ihr irgendwann in diesem Laden mal einen probiert haben, und es war euer erster, geht nach Bobocue. Da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir werden uns dann morgen nochmal wieder mit dem dritten Teil des Videos wiedersehen, wenn wir dann im McCafé einen Bubble Tea testen gehen, zusammen mit der Neko. Dann gucken wir uns einfach mal an, was es Leckeres da geben wird. Also, seid gespannt auf morgen. Wir hören uns, wir sehen uns und tschüss.